Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus. Mein Name ist Daniela und ich werde dich durch die Videos zur Verbindung der vier Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen begleiten. Wenn du mit mir mitmachst, kannst du danach die Clapoustre-Regel richtig anwenden. Du kennst schon viele dieser Rechenzeichen. Die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division. Jetzt lernst du auch Klammern kennen. Meist sind es runde Klammern. Es gibt aber auch eckige und geschwungene Klammern. Aber alles der Reihe nach. Am Ende dieses Videozyklus wirst du keine Probleme mehr damit haben, wenn in einer Rechenaufgabe alle Rechenzeichen auf einmal vorkommen. Wenn du also wissen möchtest, wie das funktioniert und wie dann richtig gerechnet wird, bist du bei mir in diesem Videozyklus genau richtig. Bevor wir so richtig loslegen, zuerst noch ein kleiner Wissenscheck, um zu überprüfen, was du bereits können solltest. Hast du einen Stift und ein Blatt Papier vor dir liegen? Na dann versuch es doch gleich. Löse diese Rechnungen ganz schnell im Kopf und notiere deine Lösungen auf einem Blatt. Achtung, los geht's! Schon fertig? Hier sind die Lösungen. 5 plus 3 ist 8. 10 minus 4 ist 6. 2 mal 6 ist 12. Und 25 dividiert durch 5 ist 5. Hast du alle richtig? Super gemacht! Weißt du schon, was Strichrechnungen und Punktrechnungen sind? Strichrechnungen sind die Addition und die Subtraktion. Das kann man sich ganz leicht merken, weil diese Rechenzeichen aus Strichen bestehen. Punktrechnungen sind die Multiplikation und die Division. Auch das kann man sich ganz leicht merken, weil diese Rechenzeichen aus Punkten bestehen. Strichrechnungen werden auch oft als Rechnungsarten erster Stufe bezeichnet und Punktrechnungen als Rechnungsarten zweiter Stufe. Jetzt gibt es noch verschiedene Klammern. Am häufigsten kommen runde Klammern vor. Manchmal sind es aber auch eckige Klammern oder geschwungene Klammern. Klammern geben immer an, dass die Rechnung, die in der Klammer steht, zuerst bearbeitet werden muss. Hier möchte ich dir gleich einen kleinen Trick verraten. Du hast sicher schon einmal etwas von der Clapoustre-Regel gehört, die ja auch heute unser Thema ist. Kannst du dir vorstellen, wofür das Cla am Anfang im Namen steht? Ja sicher, Cla steht für Klammer. Und weil es ganz am Anfang vom Namen steht, müssen wir die Klammern auch immer zuerst berechnen. Jetzt hast du bestimmt auch schon eine Vermutung, für was das Pu und das Stri im Namen der Clapoustre-Regel steht, oder? Das verrate ich dir aber erst später. Jetzt möchte ich dir kurz zeigen, was ich mit der Regel Klammer immer zuerst berechnen meine. Hier eine kleine Aufgabe. 2 mal, Klammer auf, 3 plus 4, Klammer zu, ist gleich. Nach unserer Regel müssen wir zuerst das bearbeiten, was zwischen den Klammern steht. Also rechnen wir zuerst 3 plus 4 ist 7 und schreiben den Rest der ersten Zeile einfach ab. Weil wir in unserer Klammer jetzt nur noch eine Zahl stehen haben und keine Rechenzeichen mehr, können wir die Klammer einfach weglassen und schreiben 2 mal 7 ist gleich 14. Gar nicht so schwer, oder? Ich weiß, dass das jetzt alles ein bisschen viel und schnell war. In den nächsten Videos gehe ich mit dir eines nach dem anderen durch. Dann fällt dir diese Rechnung am Ende genauso leicht wie mir. Wenn du meinst, dass du das alles schon kannst, kannst du dich ganz einfach mit dem Mastery-Video testen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis gleich!